Hui. Es wird dunkel. Und genau jetzt? Ach, egal. So, kann ich dir helfen? Nein. Ich weiß von mindestens zwei Banditen, Wächter. Sehr schön. Ein Zugang ist schon frei. Wächter, Mutanten, Wächter. Ja, ich weiß von mindestens zwei. Doch, es müssten eigentlich mindestens zwei dieser kleinen Nebenmissionen geben, die man auch für die Wächterbosse machen kann, also für Wächtertruppführer. Was kann ich für dich tun, Stalker? Wieso? Zunge verschluckt oder was? Nee, Moment. So. Hab ich das jetzt? Ja. Gut. Was gibt's Neues in der Zone? Nichts Gutes, es wird jeden Tag schlimmer, besonders nach der großen Mission, das hatten wir, glaube ich, schon. Gegen die Mutanten. Davon gibt es heutzutage jede Menge. Außerdem müssen wir uns noch um die Zombies kümmern, die von Zeit zu Zeit vom Yantasee herunterkommen. Wenn du dich dem besten Kämpferclan anschließen möchtest, dann bist du bei den Wächtern richtig. Hier findest du nichts außer vielleicht einer Kugel. Jede Nacht greift uns ein Heer von Mutanten an, das wir aufhalten müssen. Unsere Basis im ehemaligen Forschungsinstitut ist eine andere Sache. Dort findest du eine Bar, einen Händler, einen Reparaturladen und noch einiges andere. Sieh dich einfach selbst um. Mein linker Fuß schläft gerade ein und das ist wirklich sehr unangenehm. Oh Gott. Auf dem neutralen Territorium kannst du dich außerdem ausruhen und deine Waffen pflegen. Wenn ich mich nicht irre, ist Oras dir Boss. Solltest du diesen Ort verlassen wollen, geh nach Osten zur Müllhalde. Nach Süden in die Sümpfe oder nordwärts zum Yantasee und der Forschungsbasis. Neuigkeiten? Nein. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Schade. Wieso wollt ihr alle keine Hilfe? Oh, scheiße. Ja, jetzt ist mein Fuß komplett eingeschlafen. Das ist hier unangenehm. Sehr unangenehm. Sau unangenehm. Naja. Gut, dann gehen wir mal los und reparieren unsere Ausrüstung. Was kann ich für dich tun? Hier habe ich geplündert, ja. Da wir unseren Kampfanzug ja noch nicht bekommen, muss ich halt noch ein bisschen was dafür bezahlen. Ja. Wie geht's dir? Erzähl doch bitte. Gut, erste Abstecher, würde ich sagen, sind die beiden. Oder nee, nur der eine. Nee, doch, die beiden Verstecke hier vorne. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß, dass wir... Also, in einem anderen Spielstand hatte ich Probleme, dass wir bei der Kreuzung hier vorne immer abschmieren, wenn ich dahin gehe. Allerdings erst nach einer Weile. Na, wo ist es? Ah, da, man muss klettern. Hm. Los, rauf da. So. Ach ja, Bäume klettern. Es macht Spaß. Wenn man es kann. Ich hoffe, ich habe schon... Ja, ich speichere lieber nochmal. Denn ich habe so das Gefühl, da drin werde ich gleich nochmal landen. Ach, kommt man da auch irgendwie anders hin? So viel zu Bäume klettern macht Spaß. Das Blöde ist, wenn ich jetzt nochmal Leertaste drücke, bringt das nichts.
Das ist ja wirklich nervig. Wo lag das Ding jetzt nochmal? Da. Sage ich ja. Ich hatte es doch eben. Was habe ich denn eben anders gemacht? Mehr Anlauf? Das nützt definitiv nichts, aber trotzdem. Hier. Ah, ich war kurz drauf auf der einen Stelle, wo man nochmal springen kann. Ha. Ich bin gerade dran gekommen. Ah, scheiße. Nein! Ich weiß noch nicht mal, was da drin ist. Und versuch mich hier so abzubemühen. Gut, also weiter rechts hinspringen. Dann. Nein. Meine Fresse. Komm schon. Also das ist doch definitiv gewollt, dass man hier vorne drauf springt. Wäre ja sonst auch irgendwie doof, ne? Nee, da kann man nicht. Da kommt man nicht hoch. Man trifft gegen einen anderen Ast. Man springt gegen einen anderen Ast. Ich frage mich nur, wo hier die Stelle ist, wo man dann nochmal hochspringen kann. Das war ja jetzt mehr immer so ein Zufall, dass wir die dann gefunden haben. Oh mein Gott, die Musik ist noch echt laut. Hier vorne. Oder ich versuch's mal. Nein, das geht auch nicht. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Und sehr nervig. Aber man muss zugeben, der Stalker, der sich das Versteck hier ausgesucht hat. So. Wusste, was er tut. Oder haben wir das von einem Toten? Weil dann wusste er ja anscheinend nicht so ganz, was er tut. Also irgendwie wird das jetzt langsam ein bisschen nervig, muss ich sagen. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie man da am besten hochkommt. Das ist schon etwas frustrierend. Und es nagt gerade ein bisschen an meinem Ego, dass ich das nicht hinkriege. Blödes Ding. Das Blöde ist da, aufspringen funktioniert nicht, weil wir immer gegen den anderen Ast knallen. Oh. Jetzt waren wir mal kurz drinnen. Ja, das Blöde ist. So. Von hier. Man sieht ja eigentlich. Nee. Eben hatten wir es zumindest. Wenn ich F klicke, geht das leider nicht. Weil wir dann sofort nach zur anderen Seite geportet werden. Oh. Eine Rakete. Eine blöde Rakete. Gut, ganz unten bleiben und dann hier vorne drauf springen. Dann trifft man noch nicht auf den Ast. Ja. Gut, meinetwegen.
So, erster Halt irgendwo hier unten. An dem Zaun kommt man vorbei, das weiß ich. Ja. Ich weiß, dass man hier dran vorbeikommt. Nur die Frage ist, wo? Ich will jetzt nicht in die Sümpfe. Na, wo ist die Lücke im Zaun? Oder haben sie das Gebiet jetzt doch komplett abgesperrt? Aber soweit ich weiß, müsste das doch eigentlich noch begehbar sein. Oder will mich hier jetzt wieder was verarschen? Oh, unsichtbare Wand. Ihr solltet euch hier einen kleinen Unterstand hinsetzen. Nee, da kommt man anscheinend wirklich nicht hin. Komisch. Na gut. Dann setze ich mich erstmal nochmal wieder gemütlich hin. Nachdem mein Fuß jetzt endlich aufgeweckt ist und dann... Ach ja. Da war ja noch was. Rede mit Sakharov und hol dir deine Belohnung. Hilf den Stalkern. Ich sagte ja, da war noch was. Nee. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Also gehe ich da mal hin. Alles schön im Dunkeln. Und wir haben ja eben schon geredet, es kommen Zombies vom Jantersee hier rüber. Und die haben uns sofort weggehauen. Da sind aber noch welche. So, das müssten sie gewesen sein. Ah, da hat sie 130.
eine AC-96, meine ich. Ah. So. Den Dennis Prinz. Dennis, hm? Dima Erwürder. Bauer Simulant. Ich bin Aufmerksamkeit in Ufer. Erwürden. Ah, Erwürden. Oh. Herr Erwürden. Okay. Ja, moin. Gut gemacht, Söldner. Jetzt haben wir einen freien Weg nach Janta. Schnapp dir einen unserer gepanzerten Anzüge. Er wird dich vor Anomalien und anderen Problemen der Zone schützen. Es freut mich, dass ich eurer Gruppe helfen konnte. Wir machen nun auf den Weg nach Janta. Viel Glück. Man sieht sich. Was gibt's Neues in der Zone? Nein. Was gibt's hier? Was gibt's weiter? Bla bla bla. Ja, gut. Ja, haben sie einfach mal so uns einen Sunrise gegeben. Der allerdings in so ziemlich allem schlecht ist. Scheiße, viel schwer beladen. Nicht scheiße, wir haben ja ein schönes Artefakt. Stalker, altes Lager. Ja, und jetzt setzen auch die ganzen Wächter aus, wie man sieht. Die große Wächteroffensive. Ja, und deshalb ist es bei den, die Fraktion der Banditen, deshalb ist die auch die schwierigste zu spielen. Mit Freiheit verstehen sie sich auch nicht gut. Man selber ist denen zwar neutral dann gegenüber, aber ist nicht so wirklich doll. Und dann ist man im Krieg mit den, Wächtern und den Stalkern. Das Problem ist, man muss immer die Hauptbasis des Feindes einnehmen, des Hauptfeindes. Bei dem Banditenfall wären das ja die Stalker, die hier unten sind. Das Problem ist, der Nachschub der Banditen sieht folgendes vor. Hier spawnen sie immer und sie wollen immer zuerst diesen Posten besetzen. Wo natürlich die Freiheit drin, die Wächter drin sind. Das heißt, man muss immer erst auch die Wächter wegkloppen und sich dann Richtung Stalker bahnen. Das wird noch sehr, sehr spaßig. Nicht. Oder vielleicht auch doch. Auf jeden Fall werden wir eine Menge kämpfen. Und deshalb hätte ich bis dahin auch gerne den besseren Kampfanzug. Wieso bin ich mit diesen Banditen eigentlich schon wieder so böse? Wieso? Ah, ja gut. Dann gehen wir den aber erstmal aus dem Weg, weil ich keine Lust habe, mich mit denen anzulegen und mir noch mehr Banditenreputationen zu verschlechtern. Scheiße, wie komme ich denn jetzt am besten wieder? Durch den Sumpf latschen. Oh ja, was ist denn jetzt eigentlich besser? Zack. Da haben wir. Oh ja, die AC-96 ist besser in der Genauigkeit. Das heißt, die werde ich verwenden anstatt meiner aufgerüsteten... Wo ist denn die meine aufgerüstete? Wo ist meine aufgerüstete? Ja. Man mag es vielleicht als Geldverschwendung behalten oder sehen, aber das ist mir relativ wurscht. So. Ja, ich komme hier gleich nochmal hin und hole mir dann die ganzen Artefakte. Ich bin gerade wirklich sehr stark am Limit. Und muss erstmal ein paar Sachen verkaufen. Warte, wie gut stehe ich nochmal mit den Wächtern? Ich bin genau neutral. Ich habe denen zwar bei ihrem, Mutantenproblem super geholfen, aber natürlich stehe ich noch komplett neutral. Was Neues. Kann ich dir jetzt endlich helfen? Nein. Wieso wollen die alle keine Hilfe?
gibt was Neues. Du bist ein anderer. Kann ich dir helfen? Nein. Verdammt nochmal. Was geht, Chef? Was geht, Chef? Ach, ich muss zu Asche. Nicht Asche. Mein Gott, wieso verwechsel ich die Freiheit? Wieso verwechsel ich die Freiheit gerade die ganze Zeit mit den Wächtern? Ja. Wächter mit Freiheit. So, erstmal den ganzen Bums entladen. Ja, doch, ich wechsle das. Warte, wie viel schlechter ist denn eine ungemoddete AC? Sehr viel schlechter. Vielleicht behalte ich die dann erst, gucke, wie viel das kostet, die AC. 96? Vielleicht behalte ich die dann doch erstmal. Und dann muss ich auch gucken, wo ich den hier loswerden kann. Weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wer mir so eine Quest geben könnte. Moment. Könnte ich gerade mal nachgucken. Eventuell seid ihr jetzt gerade einmal kurz soundlos. So. Was haben wir hier? Ich gucke nämlich gerade. So, richtig hinsetzen. Ich gucke nämlich gerade auf meine. Naja, Tabelle kann man es nicht nennen, eher Karte. Ach, egal. Oder? Komm, das muss hier doch irgendwo stehen. Oh, es gibt sogar vier verschiedene Nebenquests, die man für Wächterkommandanten machen kann. So. Na nö, da gibt's auch welche. Ach du Scheiße. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Nett. Ja, wir müssen mehr mit den mit Truppkommandanten reden, fällt mir gerade auf. Das ist wirklich sehr sehr hilfreich, so wie das aussieht. Oder es wäre sehr hilfreich. Ah, okay. Ist eine Quest im Cordon. Meine Güte. Also das Spiel ist vollgepackter, als man denkt. Ja. Gut, das muss ich dann nämlich auch noch für die Speichersticks machen. So, sorry, dass ihr so lange ohne Ingame-Ton wart. Vielleicht habt ihr auch nur einen schwarzen Bildschirm gesehen währenddessen. Vielleicht habt ihr auch nur einen Standbildschirm gesehen. Mein Gott. Oh, sehr schön. Hat sich dann ja doch gelohnt. So, das brauchen wir nicht. Brauche auch nicht so viel Schrotmunition. Artefakte bewahre ich mir noch auf. Das würde ich dann. Warte, dann muss ich jetzt mal gucken. Das kann auch noch weg. Ja.
So. Ja. Fertig. Wie viele würde er jetzt? 3300. Gut. Dann hole ich mir jetzt die Artefakte, die hier oben sind. Und dann gehe ich zu dem hier. Zu dem Stalker-Lager. Das Lager der Neutralen. Und schon haben die Wächter das hier alles. Wow, die stoßen sogar recht weit vor. Ja, das einzige Gebiet, was die Banditen dann noch so mehr oder weniger kontrollieren, ist das hier. Sehr klein. Ich brauche unbedingt diesen blöden Kampfanzug. Und ich muss mehr Truppführer fragen, ob ich ihnen helfen kann. So, da vorne. Das ist kein Truppführer? Nee, der ist eins weiter oben. Ich brauche diese Nebenmission und dann muss ich die auch sofort machen, weil wenn das dann einen... Noch eins hier? Okay. Wenn das dann ein Trupp ist, der ausrückt und dann getötet wird... Mann, jetzt lasst mich euch da doch helfen. Das ist doch nicht wahr. Das sind doch eigentlich die Nebenmissionen, die man machen kann, auch ohne sich der Fraktion anzuschließen. Oder bin ich jetzt hier doof? Kommen unter so einem wolkenfreien Himmel immer noch Regen? Wo geht's hier eigentlich lang? Hier ist aber nichts, ne? Nee. Ein paar Energy Drinks, die ich mitgehen lassen kann. Meinetwegen kann der Regen langsam aufhören. Der Himmel passt nicht so ganz dazu. Mit dem habe ich jetzt auch schon öfters gesprochen, ne? Ja, wahrscheinlich muss ich einen der Trupps außerhalb fragen. Das Problem ist, dass da momentan überhaupt keine sind. Wow. Okay. So, hole ich mir erstmal hier die ganzen Artefakte. Da sieht man schon, dass man da schwerer reinkommt. Ja, Strahlung. Ah, das haben wir doch schon. Wir brauchen doch nicht etwas, das wir schon so oft haben. Na? Sollte es hier nicht eigentlich auch noch ein zweites geben? Bin mir ziemlich sicher, hier sollte es eigentlich auch noch ein zweites geben. Oh, vorsichtig. Aber es sieht wohl nicht so ganz danach aus. Naja. Die werden von denen wieder angegangen. Von den Mutanten. Da muss ich vorsichtig sein. Ja, die sind mir schon direkt nicht wohlgesonnen. Ui, 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 ui. Ja, das hebt sich gegenseitig auf. Das ist blöd. Da muss ich drauf achten, wenn ich das Artefakt ausgerüstet habe. Plus 2 Strahlung, minus 2 Strahlung heißt natürlich, dass ich dann... Ja, pass auf, wir brauchen es gerade nicht. So. Dünn, 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 dünn. Oh ja. Anti-Gift-Dingens. Welches war unser Anti-Gift-Teil? Das hier müsste es sein, ne? Ja. Das hat auch noch plus 1, genau. Hm.
Ich hatte mir mehr erhofft hier drin. Aber gut. So soll es sein. Dann das Giftteil weg. Oh, da haben wir schon das nächste. Und da scheint noch mehr Giftauren zu sein. Ah, das sind Stalker. Gut. Dann kann ich es gleich wieder ausrüsten. Lass mich hier drauf. Komm schon, ich war doch gerade hier drauf. Komm her. Sehr schön. Dann wieder auf schnellstem Wege hier raus. Also ich bin an irgendwas sehr nah vorbei. Wird hier schärfer? Senion Felsen. Ach, das sind die, die gegen die Mutanten gekämpft haben. Okay. Ah, nochmal Seele. Aber ich könnte auch schwören, auch hier sind eigentlich zwei Artefakte. Oder wird mir das hier wieder nur falsch auf der Karte angezeigt? Wäre natürlich eine Möglichkeit und ich will da nicht zu nah rangehen. Weil ich wie gesagt, ich habe keine Lust, mir die Reputation mit den Banditen noch weiter zu zerschießen. Dann würde ich nämlich warten, bis ich mir das Artefakt hole. Bis ich dann in der Stalker-Fraktion drin bin. Wie weit reicht der Detektor? Reicht er auch bis da vorne ans Ufer? Hm. Gut, wenn es hier dann halt nichts gibt, dann gibt es hier halt auch nichts. Ah. Oh, da sind ein paar Tote. Da kommen wir nur leider nicht hin. Oh. Das war eine knappe Kiste. Da vorne der Baumstumpf wahrscheinlich, ne? Na, sehr schön. Anomalien im freien Feld, die kann man noch relativ umgehen. Aber wenn da dann auch noch Büsche sind, die das alles so ein bisschen verdecken, dann wird es schwierig. Hui. Hohe Strahlung. Da sollte ich dann vielleicht mal schnell weg. Oh, oh wow. Ein kleines Massaker, was hier passiert ist, oder? Und vor allem, es sind Wächter. Ich dachte, hier oben haben eben, genau, die normalen Stalker gekämpft. Ja, stimmt, haben sie auch. Ja, dann sind wohl beide Trupps den Hunden zum Opfer gefallen. Sehr eigenartig. Na gut. Wohin als nächstes?
wieder auf die Karte gucken, damit ich auch nichts verpasse. Entschuldigung. Ja, ich glaube dann... Oder? Ja, komm. Gehen wir mal nach hier unten. Zum Lager der Stalker. Da haben wir auch die toten Hundis. Oh, wir können dann ja auch gerade... Moment. Ich höre Hündis. Das ist nicht so schön. Wir können dann ja auch gerade mal gucken. Oh. Oh, deshalb. Okay. Ah, jetzt juckt das Ohr. Ist ja auch nervig. Genau. Ein Gullideckel liegt noch hier drauf. Man kann also gar nicht runter.